Bericht. Pur immerhin scheint die Detention fürs erste Schippel zu sein. Die Detention mit dem Mikage-Hochofen. Ja, genau. Meine Beobachtung nach scheint der Energieaufbau der Tatarigami im Inneren noch nicht allzu hoch zu sein. Ich habe den Schild ursprünglich aktiviert, um die Unbefugte davon abzuhalten, hineinzugehen. Hauptsächlich aus Haftungsgründen. Wenn sie hier im Inneren zu viel Energie sammeln, wird das Schild komplett nutzlos. Hey, da die Hauptsache ist, dass im Moment alles gut aussieht, also Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen müssen wir uns jetzt nicht mit den Details aufhalten, also wie sieht der Schild aus? Er hat 3 Risse und eine ganze Ladung Fatui. Risse, Moment mal, Fatui, was machen diese Schnee denn so weit draußen? Es kann jedenfalls nichts Gutes sein. Da hast du recht, wenn die Fatui der Grund für die Probleme mit den Ofen sind, wird die Sache wesentlich komplizierter. Um Himmels Willen, wie ist das nur möglich? Ich bin nur ein bescheidener Ingenieur. Ich wollte nur herkommen, um ein wenig zu recherchieren, zu filmen und die reizvolle Kultur in Natsumas kennenzulernen. Wie konnte ich dieses ganze Chaos hineingeraten? Es begann als ein einfaches technisches Problem, und dann taucht diese Situation auf und plötzlich ist es irgendwie ein Prozessproblem. Irgendwann während dieses Prozesses verwandelt es sich dann wieder in ein internes Angelegenheit in Natsumas, in die sich die Fremden nicht einmischen dürfen. Und jetzt sind die Fatui hier, wenn das so weitergeht, wird sich die Natur dieses Problems in der Tat ziemlich radikal verändern. Die Fatui sind an allen schuld, ja. Ach, aber was soll's, nun bin ich hier und die Einzige, der das Problem mit den Ofen beheben kann. Technisch gesehen wäre es für mich eine regelkonforme Entscheidung, das Problem einfach zu ignorieren, sowohl in Bezug auf den Prozess selbst auch darauf, wer eigentlich dafür zuständig ist. Aber ich kann es nicht einfach ungelöst lassen. Vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass das Leben eines Forschers nun mal so ist. Aber wie wir in Fontaine sagen, c'est la vie. C'est la vie. Ja, c'est la vie. C'est la vie, würde ich mal sagen. Wenn die Fatui wirklich hier sind und an der Energie der Tatarigami im Mikage-Hochofen zu gelangen, sollte das Schild ihnen einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Wurden diese Risse auch? In der Tat, ich habe keinen Zweifel daran, dass die Fatui zumindest indirekt mit diesen Rissen verbunden sind. Ich verstehe es. Es sind also die Risse in der Kuppel, die mein Instrument zu diesen anormalen Messwerten führen. Ich muss sagen, sie gehen schon sehr heimlich vor. Sie haben es geschafft, herzukommen, den Schild zu beschädigen und in das Innere des Mikage-Hochhofs zu gelangen, ohne dass es jemand bemerkt. Die Fülle ist zum Güterreden aus den Schatten zu agieren. Wenn das so ist, kann es tatsächlich sein, dass sie schon drin sind. Wenn sie da drin sind, völlig unbeobachtet sind, sind sie wirklich so dumm, wenn es explodiert. Wenn er explodiert, dann würde er auch ihnen selbst das Leben kosten. Ich würde es ihnen zutrauen. Die liebe Zeit, sie sind also wirklich verwegen. Also müssen wir als allererstes Möglichkeit finden, sie zu verjagen. Mal überlegen. Ich hab's. Dass sie sich heimlich in den Kakehochofen geschlichen haben, muss das bedeuten, dass sie eine direkte Konfrontation mit der Bakufu vermeiden wollen. Wir müssen ihnen also nur einen großen, dramatischen Auftritt machen, damit wir denken, dass das Bakufu ihnen bereits auf die Fersen ist. Das machten sie vielleicht nur viel vorsichtiger in ihrer Herangehensweise, was unsere Untersuchung viel einfacher machen wird. Dramatische Geste. Kennst du die Kamujimi-Kanone? Es ist eine große Kanone, die mit der neuesten Technologie gebaut wurde, angetrieben von Elektro. Die Bakufu hatten ein paar von ihnen auf diese Insel für militärische Zwecke installiert. Da sich sicher die Frontlinie befand, aber als der Krieg weiterging, änderten sich Dinge und jetzt stehen sie dort unbenutzt. Die Dinge haben sich verändert, was genau? Du müsstest unseren Soldatenfreund fragen, aber ich bin mir sicher, dass er dir nur sagen würde, dass es ihm nicht erlaubt ist, geheime militärische Informationen preiszugeben. Wenn du meine Meinung hören willst, ich denke, dass die Armee des Shoguns Finesse ihres Feindes unterschätzt hat.
deinstalliert die Kanojima-Kanone in der Hoffnung, Sangonomias Verarmung mit überwältigender Feuerkraft zu stoppen. Aber obwohl die Kamojima-Kanone in der Tat ziemlich stark ist, hat sie einen begrenzten Schuss und ist nicht sehr mobil. Am wichtigsten ist das große Artilleriegeschütz, wie diese mehrere Leute brauchen, um sie zu bedienen, und die Wartung ist ein echtes Kopfzerbrechen. Das Versuch, den Mikado, um die Kamojima-Kanone gleichzeitig zu verteidigen, bedeutet, dass unsere Soldaten voll und seinen Kameraden viel zu dünn gesät werden. Das gab den Sangonmijia letztendlich eine Chance, nachdem sie es durch das Schutzfeld der Kamojima-Kanone geschafft hatten, schalteten sie schnell die Kräfte aus, die Mikage-Hochofen bewachten. Bevor das Bakufu nur Verstärkung zum Mikage-Hochofen bringen konnte, hatten sie sich bereits vor dort zurückgezogen und griffen aus einer anderen Richtung an. Ständig hin und her gedrängt zu werden, beschäftigt die Truppen des Bakufu voll und ganz. Als der Mikage-Hochofen Probleme bekam, waren sie gezwungen, die Produktion einzustellen. In der Zwischenzeit wurden die in der Wildnis installierten Kamojima-Kanonen im Westlichen nutzlos gegen die Art von Taktik, die von den Sangonomiya angewendet wurde. Es genügt zu sagen, dass, was der Kampf auf dieser Insel anging, die Sangonomiya die Oberhand hatten. Haben die Sangonomiya also den Mikage-Hochofen beschädigt? Das glaube ich nicht. Sie sollten sich darüber im Klaren gewesen sein, dass die darin versiegelten Tatarigami weder den Sagomiya noch das Bakufu anders behandeln würden, wenn der Mikage-Hochofen zerstört würde. Alles, was sie wollen, ist, es im Mikage-Hochofen ständig zu belagern und anzugreifen und die Armee des Shoguns ein Ärgernis zu sein und sie langsam zu zermürben. Ich frage mich, wer es ist, all diese präzisen Angriffe bei den Sangonomiya ausplant. Ich frage mich, wer es ist, all diese präzisen Angriffe von der Sangonomiya ausplant. Und als Ergebnis eines wundersamen Zufalls weiß ich tatsächlich, wie man die Kanone bedient. Hat dieser so wundersame Zufall etwas mit Fontaine zu tun? Naja, ich werde nicht mehr darauf eingehen, aber wir haben andere Technologien als nur die Wartung und Produktion und Ausrüstung. Was ist, wenn die Kuppel bricht? Wie ich bereits gesagt habe, ist die Kuppel dazu gedacht, Menschen vom Eindringen abzuhalten. Die Türen sind bereits durchgebrochen. So viel hast du mit den eigenen Augen gesehen. Auch wenn es den Anschein hat, dass es nur ein paar kleine Risse sind, die Wahrheit ist, dass das Schild kaum noch standhält. Wenn sie unkontrolliert gelassen werden, werden sie selbst, wenn der Mikage-Hochofen in Ordnung ist, definitiv andere Wege finden, um Probleme zu verursachen. Wenn wir die Kuppel nicht zerstören müssten, wir durch die drei Risse gehen, die Fatui verursacht haben, um den Mikage-Hochofen zu reparieren. Wir werden Fische in ein Fass zum Abschluss für die Fatui. Aber wenn wir sie ganz zerstören würden, würde es nicht nur die Fatui schockieren und uns vorteilhafte Gelegenheit bieten. Es würde auch ermöglichen, dass wir mehr Routen zum Ausfall haben. Außerdem, wenn wir den Mikage-Ofen rechtzeitig reparieren können, wird alles wieder normal werden, selbst wenn wir den Schild zerstören. Habe ein wenig Vertrauen in mich, in die wunderbare Technologie meiner Heimat Fontaine. Komm, lass. Okay. Hier, da, du. Komm, lass mich die Standard-Magnemie-Kanone für dich auf deiner Karte markieren. Müssen wir nicht ein paar Geschosse vorbereiten? Normalerweise würden wir das tun. Die Kanonen benutzen eine ganz besondere Art Projektil. Das ist ein Grund, warum die Bakufu so lasch damit umgeht, diese riesigen Kanonen in der Wildnis zu lassen. Also wie ich schon gesagt habe, ich weiß zufällig, wie man die Art von Kanone bedient. Was ich auch weiß, ist, wie man Elektrokraft nutzen kann, um die ganze Projektil-Sache zu überspringen. Aber da keiner von uns göttliches Auge hat, falls wir eine stabile Elementarkraft in die Hände bekommen sollten. Wir sollten die Schatzräuber fragen, ob wir uns ein paar andere dieser kuriosen kleinen Flaschen aussehen dürfen, die sie für die Versiegelung von... Mach dir keine Sorge, ich kann die Elemente kontrollieren. Wasser, du hast...
Das kannst du dir göttlichen Auge haben. Ich schätze, wir haben all unsere eigenen kleinen Geheimnisse, oder? Ich will nicht neugierig sein. Dann werde ich dich im Namen unseres Sonderprüfungsausschusses mit dieser Aufgabe betrauen. Ich glaube, dass wir wunderbar zusammenarbeiten werden. Uff. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Vor allen Dingen, ja, der ist markiert. Kommt mir irgendwie so vor, als... Hier, da und da. Wenn ich das hier aufmache, das bedeutet, ja, hier eigentlich. Müsste da sein. Also da ist die erste Kennnummer. Steuern. Kann aktiviert werden. Eine kurze Kunde mit Nummerkraft, die normalerweise wird speziell manchmal benötigt, kann aufgeladen werden, wenn sie sich den früher Elektrokraft verleihen würde und die Diktogramm. Okay. Noch einfacher. Kamiji-Kanonen. Die Kunde bietet leider keine Möglichkeit, genau zu zielen. Du kannst die Höhen- und Tiefenwinkel und seine Richtung einstellen und die Kanone. Okay. Feuer! Feuer? Okay, das war zu tief. Feuer! Feuer! Das war Nummer 1. Das war ein Treffer. Das nächste, die müsste hier sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schwerer ist mit der Kanone. Okay. Nehme ich jetzt mal so hin. Wir sollten nicht hier bleiben. Nein, hier. Und jetzt höher. Wahrscheinlich noch eins höher. Jetzt wünsche ich mir Glück, dass ich treffe.
Also doch noch eins drüber. Und the rain won't slow me down. Weil es so viel Spaß macht. Sehr schön. Das letzte ist. Moment, das letzte müsste dann eigentlich da sein. Oder hier? Da oder hier? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Wir schauen einfach mal. Wir werden es schon finden. Ich glaube, da bin ich so richtig. Auf jeden Fall eins rüber. Könnte das schon passen? Probieren wir einfach mal. Eins weiter. Feuer. Treffer. Lädt jetzt neu, weil wir das Schild zerstört haben. Klopf, klopf. Jetzt gehst du schlechte Klopf-Klopf-Witze. Der gibt den Schild der Mikao hoch aus. Xavier Bericht erstatten. Okay. Der Hochofen ist frei. Das Gebiet ist, ja. Das Gebiet ist, ja, wie soll ich sagen? Ist gefährlich. Du bist wieder da, meine Güte, war das laut. Meine Trommelfelle klingeln immer noch. Nachdem sie die Kanonen gehört haben, werden die Fatui mit Sicherheit vermuten, dass das Bakufu auf ihre Aktivitäten aufmerksam geworden ist. Meinte? Trotzdem scheint hier etwas nicht zu stimmen. Warum ist die Energie der Tatarigami nicht ausgetreten, nachdem das Schild zerstört wurde? Könnte es sein, dass einige der Systeme der SMKG-Hochhofs noch in Betrieb sind und bereits einen Teil der Energie gereinigt haben? Oder vielleicht sammeln die Fatui diese Energie? Was auch immer, ich nutze diese Gelegenheit, um zu gehen und herauszufinden. Achtung, es sind die Fatui. Wieso haut er denn ab?
Phantasmagoria. No rest for the... Solidify. This is... Vor allem, der haut einfach ab. Was für ein Scheiß. Komm schon. Geht doch. So ein bisschen gelitten, wie man sieht, aber ja. Diese Kerle können einfach so direkt, das ist ihre Art. Ihr Mangel an Sorgfalt für die Feinheiten des Gesetzes sind wirklich... Ah naja, Hust. Ja, je weiter sie von mir entfernt sind, desto besser. Es scheint so, als ob ihr Ziel Energie der Tatarigami ist, die sich in Mikagehofen befindet. Gehe und überprüfe die Inchartas des Speisers in Mikagehofen, während die Fatui durch den ganzen Krach, den wir machen, abgelenkt sind. Wenn du auf irgendwelche Fatui triffst, dann nimm sie aus. Ich habe volles Vertrauen in deine Fähigkeiten. Nähere dich dem Mikagehofen, okay. Und ein bisschen Kristallmark sammeln. Ich habe das Gefühl, wir brauchen das mir später. Und sonst wird er hier nicht so viel rumliegen. Soll mich den Ofen nähern? Und werde hier dann erstmal geschockt? Aber hier ist Nakukraut. Geht's noch näher? Die Siege, ja, 3. Natürlich 3. By my sword.
gathered. Time for retribution. Uff. Aber der Look ist, was das angeht, echt OP. Das war, ja. Ich würde jetzt nicht sagen einfach, aber mit dem richtigen Charakter kann man das ganz gut schaffen. Da hinten ist auch noch was. Ich würde gerne das Gebiet sammeln. Oh Gott, auch noch sammeln. Gibt es hier irgendwie ein Bootding oder so? Okay, auf diese Weise klappt das nicht. Dann muss ich hier mit dem Boot. Vor allen Dingen, ich soll mich da den Dingen nähern. Ups. Doof. Ich war doof. Ich soll da also irgendwie hoch. Nur keine Ahnung, wie, wo, was. Da drüben. Oh, drei Schlüssel. Ganze drei. Ich weiß noch nicht. Aber hier sind wir so gesehen aus dem nervigen Gebiet erstmal raus. Hallmark. Das ist wegen hier. Vor allem, wie weit soll man uns denn noch nähern? Erz.
Sehr schön. Also kann man hier scheinbar auch irgendwo hochfliegen. So scheint es. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber scheinbar schon. So, hier ist es, der Mikage-Hochofen. Ja, kriege ich gerade Schaden und... Heimons Tipps sind gerade so ein bisschen... Ist nett und so, aber... Ah, hier. Nimm ein Bild von den Speichergeräten auf. Ein Bild. Warum nicht? Ich soll doch ein Foto machen. So. Ein Saver-Bericht erstatten. Scheint alles sehr gut zu laufen mit den Ofen. Wie wir gerade rausgefunden haben. Wir werden da drin nur gebrutzelt. Aber ansonsten ist alles gut. Hast du mir den Apparat gefunden? Ich habe die Aufzeichnung abgeschlossen. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Gut, gut. Es hat nicht allzu viel Schaden genommen. Alle anderen Notfallsysteme normal funktionieren, sollten die meisten Energiekreisläufe im Apparat bereits unterbrochen worden sein. Das würde ich als großes Glück ansehen, selbst inmitten unserer vielen Miseren. Hem, ich habe noch ein paar Vorbereitungen zu treffen und ich muss auch über die Probleme nachdenken, die wir hier im Mikage-Hochofen haben. Komm noch einer Weile zu mir, wir haben hier noch eine Menge Arbeit vor uns.